Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer weiteren Folge. Shoki Banoki zockt für Bärenherz. Wir sammeln heute Geld für Bärenherz. Alle Einblendungen, die hier heute stattfinden, die bringen 10 Euro auf das Spendenkonto. Und wir zocken jetzt auch nochmal um 10 Euro. Der Verlierer muss 10 Euro geben. Wir haben jetzt Teams gebildet. Die Teams sind Tobi, der Bassist. Der Bassist von The Morning Pines. Ich bin der Saji. Der Christian und der Marc. Richtig. Der Pujan, The Godfather auf Shoki Banoki gegen den Illustrator auf Jawohl. Godfather. Nee. Illustrator auf Shoki Banoki, sagen wir so. Ja. Der José. Und die erste Aufgabe lautet für Christian und für den Marc. Fängst du an? Ja. Nenne alle Dinge, die du einem Brautpaar zur Hochzeit schenken würdest, die du nicht leiden kannst, die dir einfallen. Blöde Spiele. Spaghettizange. Ein Kamm. Toaster. Ein Schuh. Blumen. Ein Portemonnaie. Socken. Ein Stift. Schlips. Ein Post-it-Block. Oberhemd. Ein Sparschwein. Selbstgemaltes Bild. Eine Videokamera. Ein Hut. Ein Kamerastativ. Sockenhalter. Ein T-Shirt. Gürtel. Eine Brille. Unterhosen. Eine Uhr. Epilierer. Ein Sack. Wobei, Epilierer war noch drin. Du würdest einem Brautpaar, das du nicht magst, eine Videokamera schenken. Richtig, ja. Richtig. Ein Punkt Abzug, das ist Quark. Wieso? Moment, das ist doch meine Sache. Und auf der Videokamera ist ein Film, wo du mit der Braut zusammen... Wo nee, mit dem Bräutigam. Wie viel waren es denn? 111. Wie waren es? 24. 24. Also wenn wir eins abziehen, dann 23. 24. Aber ich finde das nicht gut, dass wir das abziehen. Ja, für 24. Bist du gegen Kameras? So, José und Pujan. Oh Gott, das wird was. Du Wichser. Wo ist es? Moment mal. Ja, genau. Nenne alle Orte, wo es Sex Spaß macht, die dir einfallen. Badezimmer. Draußen. Bett. Drin. Luftmatratze. Bei der Ex auch im Bett. Der Schlafsack. Bei der Ex. Elternbett. Auto vorne. Boah, Alter. Strand. Auto hinten. Freibad, da kommt das Auto. Die Gummis her. Fußgängerzone. Und das Auto. Umkleidekabine. Kofferraum. Unter Wasser. Motorblock. Im Flugzeug. Beim Reifenhändler. Im Boot. Dusche. Eisdiele. Auch Eisdiele. Dann ziehe ich meine zurück. Fast Food. So, vorbei. Wir müssen, glaube ich, drei abhalten. Nein. Also Eisdiele doppelt, Dusche, nein, Bad. Nein. Dusche, Bad nein, doppelt. Eisdiele war doppelt. Hast du bei Eisdiele doppelt gedrückt? Das zählt nicht. Nee, okay, ich dann zwei abziehen. War ein ganz anderes Eisdiele als er. Der wohnt ganz woanders als Dusche. Ich würde aber bis zu dir fahren, um deine Eisdiele. Weil die haben hervorragendes Eis. Da würde ich es gerne treiben. Ja, das stimmt. Krass, fand ich Tobi und ich. Bett der Eltern. Also Bett der Eltern, Kollege. Bett der Ex war schon irgendwann mal Eltern. Also von irgendwelchen Eltern. Irgendjemand ist schon mal älter geworden. Also, machen wir ganz kurz. Das sind die Grünen. Das Auto komplett deutsch. Das auch oben und auf Motorblock. Ja, den wollte ich eigentlich auch noch abziehen, aber da habe ich gedrückt. Motorblock. Unterm Auto ist schon kacke. Komm, Schatz, hier wenn du Pickup hast. Unterm Auto nach dem Unfall. So. Vielleicht noch einer die Zeit oder sollte die selber machen? Ich habe mir gerade noch so Kita zurückgehalten. Los! Nenne alle Dinge, die man in deiner Küche sehen kann. Los! Messer. Teller. Gabel. Tassen. Löffel. Pfanne. Bierglas. Herd. Wasserglas. Kühlschrank. Meine Frau. Kiste Bier. Mich. Obstschale. Ein Tisch. Teebeutel. Stühle. Nudeln. Lampe. Aufbackpizza. Tapete. Spülbecken. Sockelleiste. Dreckiges Besteck. Fenster. Salz. Duschabzugshaube. Nein, Abzugshaube. Pfeffer.
Achso, Salz! Tomaten. Schluss. Salz, du hast alle Bestecken aufgezählt und du hast dreckiges Geschirr, dreckiges Besteck aufgezählt. Es hieß Dinge in deiner Küche und du rechnest deine Frau zu den Dingen und in deiner Küche und dich auch. Also zwei Stück müssen wir auch abziehen. Das sind insgesamt. Wie viele? Salz war doppelt. Eigentlich Salz war doppelt, also vier müssen wir mindestens abziehen. Und wie viel sind es dann? Dann sind wir bei 25. Also dann habt ihr doch weniger. Nö. Nee, ihr habt wie wart bei? 26. Nee. Wir hatten 26,5. Nee, ihr hattet 24. Ich weiß nicht. Hier, Zahl. Sind wir schon fertig? Warte mal, wir müssen abziehen. Dich, deine Frau. Noch weniger. Wie viel sind's denn da? Ja. Wie viel hatte ich denn gehabt? Dann die 29 sind hier. Ja, minus 4 abgezogen sind 25. Hatte ich der Buja nicht ich am wenigsten gehabt? Nein. Wir haben richtig. Lass den mal zahlen. Lass den mal zahlen. Ich zahle gerne. Der muss zahlen. Für Bärenherz. Für den guten Zweck kann man gerne zahlen. Hey. Rein damit. Das ist schon so voll, das Schwein. Da geht kaum noch was rein. So muss das sein. Die Sau muss getroffen. Dafür müsste es eigentlich gerade Nummer zahlen. Ja, das war schon über Loki. Was finde ich sehr interessant, dass bei ihm nur Bier, Tiefkühlpizza und sowas in der Küche ist. Aber Salz und Pfeffer hat er auch. Du musst ja nachwürzen. Und er mit seiner Sockelleiste? Ja, toll. Sieht man noch in der Küche? Naja. Das war Shoki Banoki, zockt für Bärenherz, wieder ein bisschen Geld zusammengebracht für die Stiftung aus Wiesbaden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Shoki Banoki, zockt für Bärenherz. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss. Servus. Mach's gut. Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht, oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.